Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Wir haben es beim letzten Mal geschafft, ihr seht hier, drei Wither-Skelette zu besorgen. Ralf, Eigentlich müsst ihr jetzt noch mal ein bisschen brauen, ne? Ich finde, wir ist jetzt ein bisschen. Hast du, was hast du noch für Tränke, Zyrok? Ein Trank der Nachtsicht, zwei Trank der Nachtsicht, drei Trank der Nachtsicht, dann ein Trank der Heilung, ein Trank der Un zwei Tränke der Unsichtbarkeit und einen der Regeneration. Ja, reicht. Ich habe keine Lust mehr zu brauen. Hol dir nochmal einen Bogen auf jeden Fall und ein paar Pfeile. Bogen. Pfeile? Wir haben ja nicht so viele Pfeile, ne? Also ich habe 46, ich würde die ungern alle abgeben. Ich hab keine. Wo sind denn die Pfeile im Crafte dir doch mal Normalfall? welche. Wir haben keine. Du musst welche craften. Müsste Oder aber ich hab. gehen, oder? Haben wir Flint? Ich weiß nicht. Aber diese gammelige Banane hier, ne? Ich wollte Soul Sand noch mitnehmen. Haben wir nicht noch Soul Sand? Wie macht man denn gleich nochmal Pfeile? Flint, Stöcker und Federn. Oh, Stöcke bauen, da kann ich. Stöcke bauen, da bin Du ich gut brauchst drin. keine Stücke bauen, ja, noch genug, oder Wo nicht? Ja, denn? hier sind noch 64 in der Holzkiste. Jetzt hätte es Schade. sich übrigens gelohnt, wenn wir die Kühe, die Viecher hier, Ja, wie heißt er wie denn? macht man das gleich nochmal? Ich brauch Vermehrt hätten. Federn? Ich nehme. Wir haben ganze 9 Federn. Ja, deshalb, wir wollen es ja nie unsere Hühnchen vermehren. Haben wir überhaupt Hühnchen? Ja. Hühnchen Junior. So, dann kann ich mir ganze 3 Pfeile draus machen. Ja, hättest du mal einen Hühner vermehrt. Zwischendurch. Wo liegt denn Flint? In der Sandkiste. Natürlich in der Sandkiste. Und 5 falls es. Flinte! Ja, dann musst du halt weiter Sand abbauen. Nicht beschweren, einfach machen. Wie ging Pfeile gleich mal? Das war irgendwie so ein Diagonalding, ne? Weil ich darf jetzt gleich wieder das mit dem Sand nutzen. Wie ging Pfeile denn gleich mal? Bin ich blöd? Das kann ich nur mit Ja beantworten. Ja, das stimmt allerdings. Ich hab 20 Pfeile. Muss ich auch noch Kleines buddeln? Hühnchen, geh da mal weg, ich will dich nicht mehr töten. Du hast einen Freund in mir. Du hast So, ich musste leider ein paar Hühnchen töten. Ja, ich mach einfach mal. Warum eigentlich Sand? Nicht Sand, Kies. So, die anderen Viecher könnte ich auch mal vermehren, ne? Viecher, voll nett. Haben wir hier irgendwo ein natürliches Kiesvorkommen? Wir haben doch ganz viel Kies in der Kiste. Bau das einfach auf und baue es wieder ab. Der Gorix, der Farmprofi. Das ist ja quasi wie mit Traktionskontrolle fahren, ne? Und mit ABS. Ihr merkt, Sarok ist immer noch Ich hab Spaß. völlig süchtig nach Formel 1. Ich hab Spaß. Ja, Ziemlich nervig. jetzt geht die Saison halt endlich wieder los, weißt du? Jetzt meckere ich. Endlich, du hast die ganze Zeit drauf gewartet, ohne dass du es wusstest. Weißt du, ich freue mich schon auf das Gemeckere von die Trakt ohne Traktionskontrolle, das ist so schwer. Ich habe mit Mono übrigens auch drüber geredet. Mono hat gesagt, weil ich Mono gesagt habe, dass Gonrell gesagt hat, dass der irgendwie ohne fahren will. Hat Mono auch gesagt, das Überraschende ist, dass der sich beschwert, weil das ist ja quasi für alle schwer, wenn wir ohne fahren. Und wenn wir nicht ohne fahren, dann ist das ja für ihn quasi noch schwerer, weil wir alle dann noch besser sind. Ja, das stimmt. Aber wir haben ja gesehen, wie er gefahren ist, von daher. Ja gut, aber das ist so eine Sache, da machst du halt mal irgendwie einen Tag, irgendwie 2, 3 Stunden Zeitfahren, hast du auch wieder raus. Ja, das muss er nur machen. Also ich würde schon sagen, dass wir die Saison einfach mal ohne Fahrhilfen, weil wir haben das schon gesagt, dass wir ohne Ja, Fahrhilfen ich habe fahren. da nichts gegen tatsächlich. Ich fände es nur schade, wenn Gundel nicht mitfahren würde. Also ich ohne Gonrell jetzt zu nahe zu treten, der wird sich vermutlich mit halber Traktionskontrolle genauso viel drehen wie mit ohne. Also. Das muss man jetzt einfach mal so ehrlich sagen. Naja, es macht schon viel aus. Traktionskontrolle macht schon viel aus. Und vor allem ABS. Oh, Nervorix hat seine einzige Ausrede ja verloren. Ihr fahrt ja alle mit ABS. Ich kann mich noch erinnern, wie erschüttert Nergorix war, als er das rausgefunden hat. Was? Ihr fahrt alle mit. So, ich möchte jetzt nur das Ja, beschweren. aber ich mach nur Pfeile. Ja, ich hab genug.
Rest ist mir egal. Muss ja jetzt hier mal was passieren nach dem langen Farmen. Das stimmt. Ich mach mir noch Pfeile, dann komm ich mit. Drei so, haben wir noch Souls denn irgendwo? Metakram haben wir noch irgendwas, ne? Ja, Flint, Stock, Feder. Reicht, ne? Ich hab jetzt 32, reichen 32 Pfeile? Eigentlich nicht, ne? Ich hab 54. Ja, hast du einen guten Bogen oder hast du nur einen Standardbogen? Ich hab einen Bogenstärke 1. Naja, geht so, ne? Der war in der Kiste. Egal, wir machen das jetzt. Jetzt gibt's richtig Action, ne? So, wir beschwören ihn hier irgendwo. Am besten weit weg von unserem Steg. Ja, das hatte ich auch vor. Deshalb, also, ich laufe hier schon, ne? Wo bist denn du? Auch wieder ewig. Geradeaus laufen. Ich weiß, ne, Grix, aber ich bin hier klug. Schreibt die Kommentare im Chat, wollte ich schon sagen. Die Koordinaten im Chat. Ich laufe weiter geradeaus, ne? Da ist ein schwarzer Hase. Habe ich auch schon gesehen. Das ist Unglück für unseren Kampf gegen den Ursa. Es wäre halt blöd, wenn er jetzt davonfliegen würde, nicht? Durchs Netherportal. Drei Wither-Skelettschädel umsonst. Das wäre ziemlich scheiße. Wo soll der denn hin? Ja, nach oben. Einfach weg. Wir haben ja Bogen. Wir sollten nicht zu nah zum Dorf, weil sonst ist das Dorf gleich weg. Ich gehe das aber. Ich habe so einen leichten Linksdreieck jetzt gemacht. Ist nicht gut. Ich sag dir einfach gleich, wo meine Koordinaten sind. Die beschwören das da, wo ich bin, weil ich habe die Schädel dabei. Ich hoffe, du hast auch noch genug zu essen. Eigentlich wäre es am besten, wenn wir irgendwo was aushöhlen, wo wir quasi drinnen kämpfen. Ja, aber das ist ja lame, oder? Sagt der, der die Traktionskontrolle wieder anmachen will. Das stimmt überhaupt nicht. Ich will nur, dass Gonro mitfährt. Es ist so lächerlich, was Sarok einem in den Mund legen will. Also hier wäre eine... Ne, das ist keine wirkliche Höhle. Also entweder machen wir es überirdisch oder unterirdisch. Zahlung überirdisch ist halt irgendwie immer das Problem, dass wenn das Ding dann abhaut, dann haben wir ein richtiges... Das habe ich ja gerade dreimal gesagt. Dann haben wir ein richtiges Problem. Na gut, also unterirdisch. Dann brauchen wir gar nicht so weit wegrennen eigentlich. Dann gehe ich jetzt mal... Hier ist so eine Höhle, glaube ich, oder? Wo denn? Nee, nicht so richtig. Egal, dann graben wir uns gleich eine. Müssen wir uns vermutlich selbst bauen. Ja, ich hoffe, dass hier zumindest so ein kleiner Ansatz ist, aber... Nee. Gut, dann komm mal hier... Hier machen wir das jetzt einfach. Da vorne ist so eine Höhleingang. Wie tief ist die? Ist die auch noch unten oder ist die nur... Die ist in einem Berg drinne quasi. Ja, nach unten oder nicht? Ja, die gehen jetzt erstmal in den Berg rein. Ich sehe das nur aus der Ferne. Ja, da muss ich über die Klippe. Hier ist eine Schlucht. Kannst du hier machen. Minus 700, 2345. Moment mal, unter mir buddelt einer. Minus 700. Ja, ich bin minus 57. Und 2350. Schnell, es wird Nacht. Ist blöd, wenn wir dann hier rumstehen. In dieser Höhle sind übrigens auch Sachen gespawnt, aber ist auch egal. Wenn wir uns mit dem Wither anlegen, dann... Ja, eben. So, minus 700 und 2150 ist das dann. 350. 350, das geht jetzt nur noch in die Richtung hier. Wir warten auf Zarok. Ja, wie immer halt. Ja. Aus der Formel 1. Jetzt komm. Er rennt wahrscheinlich wieder. Ohne Ducksprung rennt er wahrscheinlich die ganze Zeit. Das sind Wölfis. Ja, dann bist du richtig. 2300 sagst du, oder? 350. Wo bist denn du? Los, komm! Ich. Gut. Spring im Wasserfall. Los, mach! So, lass uns mal hier einfach noch ein bisschen weiter an die Wand, oder? Ja, ich muss nur kurz was essen.
Oh, blöde Fledermaus hier. Ach, hier geht's noch weiter. Da ist Skelett hinter. Da ist wieder so komische Steinformation. Hast du noch ein bisschen Holz dabei? Ich habe gar nichts dabei, ich habe Steine dabei. Ja gut, da ist aber wieder auf alles vorbereitet, wir merken es. Natürlich. Also ich habe noch 7 Holz, also ich kann wohl noch eine Workbench machen. Zu viel Vorbereitung ist quasi... Gut, wir machen das jetzt einfach hier. Oder ist das zu hoch in diesem Raum? Bisschen reicht das hier auch noch sein, oder? Also ich glaube, am Anfang explodiert der ja, ne? Da ja. Müssen wir ein bisschen weiter weg. Also ich habe dann mit Kumpels einmal gemacht, da war da quasi, haben wir so einen Steinbruch schon gehabt, der komplett ausgehöhlt war, und da haben wir den dann bekämpft. Ja, wir machen das jetzt einfach hier, oder? Ja, lass probieren. Oh, das geht nicht. Ich hoffe, man kann Wither-Skelette wieder abbauen. Ja. Ja, Gott sei Dank. Okay, bist du bereit? Nee, ich warte, ich muss noch Eisen mitnehmen. Nein. Und. Achso, wir müssen das natürlich episch machen. Warte, man konnte doch irgendwie auch das Interface verbergen, ne? Wie konnte man das Interface verbergen? Weiß ich nicht. Ich habe die Koordinaten aus. Ah, so. Action! Und wir beschwören den Wither. Da ist er! Ein bisschen nach hinten, der explodiert erst. Geh aus dem Bild, ich will ein schönes Thumbnail haben. Ich auch! Nee, ich eigentlich. Bam, da ist er! Oh nein! Wo ist er hin? Hat er sich jetzt da oben freigesprengt oder was? Wo ist der? Hinter dir, über dir, über dir! LOL! Hinter, schieß! Nein! Ich lock dir so ein bisschen hin und her! Alter! Oben! Muss man eben was essen? Wo ist der hin? Über mir ist der immer noch. Ich komm noch nicht dran. Lass mich mal eben bitte durch. Ich muss mal eben hier ganz kurz da hinten. Eben ganz kurz die Sachen hier hinlegen. Ich habe auch noch einen Goldapfel zur Not. Getroffen! Wieder getroffen! Wieder getroffen! Ist halt voll auf mich fokussiert. Alter, ich hab einen Headshot gekriegt. Wieder getroffen. Hast du selber einen Headshot gemacht auf dem Wither? Weil das ist ja nicht so schwer, der 3 Köpfe. Man hat so ein bisschen die Dark Souls-Technik. Sich hier irgendwo verstecken, wo der leuchtet. Ja. Oha! Er ist losgecharged. Nicht gut. Was ist das denn? Das ist scheinbar ein Alternativangriff. Sie sind durchgebrochen. So viel zu Dark Souls, Taktik, er blinkt! Was heißt das, Leute? Ich weiß es nicht. Er verfolgt mich. Der kriegt doch keinen Damage mehr. Doch, er kriegt doch Damage, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich bin gleich tot. Du bist in dem Wither drin. Das ist nicht gut. Ich hau jetzt mit dem Schwert auf ihn ein. Also, er kriegt auf jeden Fall noch Schaden. Ich hab jetzt einen Goldapfel gegessen. Ich schieß auf den! Ich muss mal eben hier weg. Nicht mich abschießen! Lauf! Ich hab ziemlich viel Schaden. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ach nö! Ich hab nicht mehr so viel Leben. Die hätten ein paar Getränke mitnehmen müssen. Es ist Nacht! Wie soll ich zu dir kommen? Das ist unmöglich. Nicht. Okay, ich glaube, der Neta, der Wither lässt mich kurz in Ruhe hier. Bin ich eigentlich auch für den Wither unsichtbar? Ich warte auf dich, Nergorix. Der Wither lässt mich hier kurz in Ruhe. Ich will mich damit. Ja, Hauptsache, die spawnt nicht, ne? Weil das wäre ziemlich scheiße. Da kann er nicht. Der regeneriert sich. Das ist nicht gut. Schieß drauf. Wo ist der? Der ist weg. Ist jetzt echt weg? Was machst du, Zarok? Hilf! Mach was! Ich hab ihn wieder gefunden! Er kriegt wieder Damage! Das ist gut. Ich renn gleich zu dir. Alter, ich sterbe! Nicht sterben! Ich sterbe, ich bin... Nein! Lauf, Nergorix, lauf! Nee, schlafen, schnell! Wir haben halt keine Waffen gerade, das ist ziemlich scheiße. Lauf! Ja, du kannst nicht ohne Waffe dahin rennen. Ich kann... Die despawnen, da müssen wir nochmal farmen.
Ja, das könnte drauf hinauslaufen. Komm, oh, jetzt hat er alle Sticks mitgenommen. Ich laufe jetzt einfach ohne alles dahin. Jetzt hat er einfach keine Sticks mitgenommen, so ein Scheiß. Ich sammle mein Zeugs wieder ein auf dem Weg. Beim Dingens. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Ansonsten haben wir ein ziemliches Problem. Das war so klar, dass das passieren wird. Ja, wir hätten halt noch mehr Tränke fahren müssen, aber... So schnell wie der Damage macht, dann machst du mit den Tränken dann auch nichts mehr. Doch, also eigentlich lief das ja ganz gut. Wir hatten ja über die Hälfte runter. Dann hat er sich regeneriert. Ja, der hat sich regeneriert, als ich tot war. Vorher hat er sich ja nicht regeneriert. Also meinst du, der fängt an, sich zu regenerieren, wenn er einen Kill macht, quasi? Wenn der Spieler, den wie Schworn hat, nicht mehr in der Nähe ist, würde ich mal sagen. Heißt, wir müssen jetzt wieder gegen den Full Health wieder kämpfen. Ja, ohne, dass wir irgendwas haben. Und vielleicht ist er auch gar nicht mehr da. Nein! Jetzt bin ich runtergefallen irgendwo. Oh, zerrockt. Wir rennen auch völlig falsch. Ich weiß das nicht. Minus, was war das? Minus 750, ne? Ja, so was. Um den Dreh rum. Warum fängt er denn, wenn der anfängt zu leuchten? Ja, Zarok hat sich halt einfach nur versteckt und nicht draufgeschossen. Ich hab draufgeschossen, aber dann war ich tot. Ja, das sieht nicht so gut aus für uns. Wir werden auf jeden Fall nicht noch einen Mutter beschwören. Wir müssen dann auf alle Fälle legen, ne? Ja, und wenn er tot ist, oder wenn es ihn nicht mehr gibt, dann war es das leider. Dann haben wir den Wither nicht bekommen. Also ich werde jetzt nicht nochmal Wither-Skelette farmen. Das kannst du dir abschminken. Oh, nö. Er war zu sechs irgendwie einfacher. Ach, das ist eine Überraschung. Scheiße, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Wo ist denn diese scheiß Schlucht? Wir müssen da auch hin, bevor unsere Sachen alle weg sind, weil die Sachen waren echt gut. Ich weiß, das ist gut. Das ist nicht gut. Doch, das ist gut. Warum ist denn hier jetzt gerade so hart kommen? Am Ruggeln, ey. Wo war das denn, um Himmels Willen? Um Himmels Willen! Ja, gleich sind unsere Sachen weg, zack. Und dann war es das mit dem Minecraft-Projekt, würde ich mal sagen. Nee, Quatsch. So ein Schwachsinn. Also ich will nicht nochmal ein Looting-Schwert auf Level 3 holen und sowas alles. Das, Hätten davor Backup machen sollen. Ja, und wir hätten ein Bett nehmen sollen und daneben schlafen einfach. Ich sehe mir den Energiebalken des Withers. Das ist gut, aber ich müsste eigentlich auch da sein. Ja, ich sehe ihn auch wieder. Naja, war immerhin. War denn der Eingang? Es gab keinen Eingang, wir sind mit Wasser da runtergegangen. Oh, jetzt komme ich hier nicht hoch. Hallo. Gefunden. Nee, warte, das ist ein Wasserbecken. Er hat nicht gefunden. So, hier müsste doch irgendwo das sein. Da war doch hier irgendwo. Da sind nämlich auch wieder die Wölfes. Ja, Wölfes. Vor allen Dingen müssen wir diese Sachen wiederfinden. Warum ist hier denn jetzt nicht der Eingang? Da muss es sein. Aber ich hab den Energieball. Ich will dringend meine Sachen wieder haben. Will. Das ist Nergorix, ne? Boah, ich laber Scheiße. Das ist Zarok. Ja, unterhaltsame Scheiße, ne? Da. Ja, du hier quasi nur deinen Stiefel. Jetzt hab ich mehr gefunden, das ist nicht richtig. So, minus 700, ich sehe den Energie. Boah, der ist doch halt fast full life, ne? Das stimmt ja nun überhaupt nicht, aber er heilt sich gerade. Okay, ich bin da. Wo ist der Eingang? Da liegen noch Sachen. Wo ist der Eingang? Ja, genau da, wo ich es halt vorhin auch schon gesagt habe. Minus 7350. 7350? 700. Ach, laber jetzt nicht so ein Bullshit. Ich muss jetzt hier kämpfen. Du ich hast bin schon wieder Bullshit da. Komm, hier liegen die Sachen alle rum. Wenn du nicht kommst, dann sind die Sachen alle weg. Boah, lass dir doch mal Zeit, ey. Minus 700, 2375. Minus 700, 2375. Dann hat er noch allen möglichen Scheiß im Inventar. Mecker. Da ist kein. Doch, da ist noch Wasser. Nimmst du auch was? Ja, sehr gut. Hier ist dein Schwert. Oh, da ist er ja schon! Ja, natürlich. Warte, dein Schwert ist
Hier, ja. Nee, was ist denn ein Schwert? Wie viele Diamantschwerter habe ich denn hier? Ich habe 2 Steinschwerter. Nein, ich habe dir eins dahin geworfen. Geh doch dahin jetzt. Wir werden beschossen. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Wo sind denn unsere Kartoffeln? Hast du die alle eingesammelt? Ich habe um die 60. Ja, ich brauche welche. Ja, nicht in das Wasser werfen, Zahlrock. Ein bisschen mitdenken. Du musst halt schon fangen, ne? Alter, jetzt. Was hat das Wasser hier für eine Mega-Strömung, ey? Was ist das denn? Ich habe immer noch keine Kartoffeln, Zahlrock. Ja, so, jetzt. Hast du die vernünftig rausgeworfen? Ja, nicht alle einzeln. Boah, manchmal ist Zahlrock auch ein bisschen uncool. Ja, Nergrück ist ein bisschen doof, ja. So, wir fangen also quasi nochmal von vorne an, ne? Ja, und wir haben immer noch kein Bett. Komm, wir cheaten jetzt ein bisschen. Nee, wir cheaten nicht. Kann man nicht irgendwie hier den Spawn setzen? Du willst jetzt wirklich auf dieses Niveau dich begeben? Ich will hier nicht nochmal hinrennen müssen. Ja gut, dann farm ich halt Betten. Wenn du das lieber haben willst. Ich will nur nicht, dass der Wither despawnt. Wo ist eigentlich meine Hose? Ich habe auch nicht mehr alle Rüstung. Da ist meine Hose. Hast du noch Zusatzrüstung? Also ich habe zum Beispiel keinen... Also du hast zum Beispiel meine Brustplatze bekommen, leider. Aber ist mir egal. Ja. Hast du noch irgendwelche Rüstung für mich, Zahrock? Ja, ich habe noch einen Eisenharnisch und einen Helm. Ja, gib. Nee, Eisenharnisch brauche ich nicht. Ich brauche einen Helm. Doch, ja, doch, gib mir auch einen Eisenharnisch, kannst du mir auch geben. Wo bist du denn hingelaufen? Hinter dir. Da ist er. Ja, du bist halt unsichtbar, ne? Ja, ich habe eine Rüstung an. Das macht dir nichts. Und Helm. Das ist nicht mehr der geilste von Welt. Hast du noch Schuhe? Schuhe habe ich keine, ne? Das ist ziemlich scheiße. Ja, es ist halt wieder full life, ne? Ja, ich habe es mitbekommen. Vielleicht möchtest du das noch 13 Mal sagen. Wo ist er denn jetzt eigentlich? Hast du meinen Bogen eigentlich? Ne, ich hab meinen Bogen. Einen Bogen hab ich. Du hast doch wahrscheinlich keinen einzigen Pfeil, ne? Ist korrekt. So. Ich nehme mal nicht ganz die Hälfte an Pfeilen ab. Gut. Wo ist denn der eigentlich hin? Weiß ich nicht. Da oben ist er. Ich hab ihn gefunden. Okay, angreifen. Das war nicht eine Frage, aber gut. Alter, macht der Schaden. Ja, der haut ordentlich rein, der Typ. Ich muss gerade ein bisschen regenerieren. Ich versuche den wegzutanken. Ja, du nicht sterben wieder. Ich versuche das. Das wird schwierig jetzt. Aber auch jetzt leuchtet er wieder. Ich brauche Unterstützung. Ja, ich schieße da die ganze Zeit mit drauf. Ich hänge schon wieder im Wasser fest. Pass auf, ich will dich nicht abschießen. Ich sterbe, ich sterbe. Geh weg, ich kann nicht auf den Wither schießen. Ich sterbe. Ich sterbe. Halbes Herz. Jetzt bin ich tot. Mach ihn jetzt fertig! Ich versuch's! Ich hab die halbe Leben. Ich bin aber auch fast tot. Komm wieder, keine Frage. Ich bin tot gesurkt. Er ist fast tot! Aber ich bin auch fast tot. Ich bin tot. Nein. Renn da schnell hin. Renn, Cyborg, renn. Er hatte wirklich nur noch ein 16. vielleicht. Nicht mal. Ich laufe. Oder F3 nutzen. Spawne und laufe auch. Wir zeigen den jetzt tot. Ich wollte eigentlich noch Betten mitnehmen, aber dann spawnen wir hier nicht. Das ist scheiße. Scheiß auf Betten, ey, Mann. Weichling. Die hat nochmal Zusatzbetten, die sind alle nicht mehr da. Gut, ich muss jetzt auch hinrennen. Aber ich muss eben was zu essen mitnehmen, sonst geht's mir wie Zahrock.
den Weg dahin kriegst du ja so. Nein. Das glaube ich nicht. Es wird auch schon wieder Nacht. Und ich habe hier nichts zu essen drin. Nix. Blöd ist halt, dass er sich wieder regenerieren wird. Oh, ich hatte ihn fast tot. Ja, aber jetzt hat er, wenn wir ankommen, wenn wir schnell genug ankommen, hat er nicht mehr Full Life. Ja, beeil dich. Jetzt werden halt gleich alle möglichen Monster wieder spawnen. Er macht nichts. Bist du da inzwischen? Nee, weil der Honk mir wieder aufhört zu sprinten. Ja, weil du nichts zu essen mitgenommen hast. Das ist ja das, was ich meine. Ich wurde wieder zurückgeportet von Lag. Das müsste eigentlich irgendwo direkt da unten sein. Irgendwo direkt da unten sein. 100, 2350. Ja. 750. Ja. Siehst du den Wither wieder? Hat er wieder... Ja, er hat noch nicht mal halb live. Ich hatte ihn halt schon fast auf komplett... 2350. Ja, aber 2350 ist halt Berg. Hä? Hier sind schon wieder Hundis. Ich bin jetzt wieder bei so einem See, ja. War doch irgendwo der Eingang, ne? Wo ist der Eingang denn? Ich bin bei den Koordinaten, aber ich finde den Eingang nicht. Da war aber direkt ein Eingang bei den Koordinaten, da müsst du nicht genau bei den Koordinaten. Minus 700. 750 immer noch. 2350. Er hat immer noch nicht halb live. So, ich müsste eigentlich jetzt. Ja, ich sehe jetzt auf jeden Fall den Wither. Naja, halb live hat er jetzt, würde ich sagen. Nee. Jetzt hat er halb live. So, hier müsste das sein. Jetzt hat er über halb live. Wo ist denn jetzt hier das Ding? Da ist es. Sag, was machst du denn? Ich bin jetzt schon da. Ja, ich habe halt noch. Kurve gedreht, damit ich nicht in den Creeper laufe. Da ist eine Hexe! Alter, wo ist der Wix-Eingang denn? Ich bin quasi jetzt dreimal immer noch genau da, wo die Koordinaten vorgelesen waren. Ja, da war ich genau, war ich da. Da war aber nix. Minus 700, 2300. Also doch minus 700! Was? Ich bin ja jetzt nicht mehr genau da, wo der Eingang ist. Ich bin ja schon runter. Wo ist denn mein Schwert? So eine Scheiße. Das ist nicht da. Ich brauch noch mein Schwert. Nimm irgendwas mit und mach den jetzt fertig. Aua. Ja, ohne mein Schwert kann ich das nicht. Ich hab nur dein bescheuertes Schwert. Aber wer sich diese Höhle ausgesucht hat, ne? Mit diesem Wichseingang. Wo bleibst du denn eigentlich? Ich bin noch viel später gestorben als du. Ja, ich such den Eingang. Minus 700, 2344. Alter. Ja, genau da runter. Warum hast du ihn noch nicht angegriffen? Ja, weil ich hier die ganze Zeit die Sachen bekommen muss. Ansonsten sind die alle despawned. So, wo ist mein Zeug hin? Ja. Deins ist wahrscheinlich schon despawned. Meins, stimmt auch nicht. Ich hab nicht komplett meins. Und wer war denn so bescheuert, ein Steinschwert mit Sharpness mitzunehmen? Hab ich aufgesammelt. War von diesem Ding da. Ja, dann hast du dein Inventar wieder nicht geleert. Alter, wie er mich aufregt, ne? Weißt du, der will nur durch Spiele durchrushen. Wenn du irgendwo mal ein bisschen so länger brauchst. Ich will mein Schwert wieder haben. Kommst du jetzt? Hier liegen noch Sachen. Ja, ich kämpfe gegen die Strömungen. Das ist mein Schwert. So, bist du. Hier ist dein Schwert. Jetzt renn doch nicht von dem Schwert weg. Ja, aber hier liegen meine Sachen. Ja, ja, mein Schwert liegt aber nicht. So, wo sind die Goldäpfel hin? Hast du die Goldäpfel? Ich habe keine Goldäpfel, ich habe Eier.
Das sind aber keine Goldäpfel. Wir brauchen Goldäpfel, Zarok. Ich hatte noch 4 oder so. Ohne die hätte ich es gar nicht geschafft, ihn so weit runterzubekommen. Ich habe 3 Goldäpfel jetzt. Aber kein Schwert. Ja, das ist da hinten abgetrieben, weil du es ja nicht aufheben wolltest. Meine Güte, regt mich dieser Typ auf. Jetzt ja, hat er halt wieder Full Life. Das ist halt der Rush-Gurix, ne? Wo ist er denn jetzt hin? Hast du jetzt dein Schwert endlich aufgehoben? Ja. So, ich gehe jetzt nach oben und baue mir ein Bett. Aber nichts zu essen. Ja, ich gebe dir jetzt auch nichts ab. Gut, dann machen wir das eben so. So, ich suche jetzt Schafe. Ist natürlich kein einziges in der Nähe. Wer anderes erwartet? Der muss doch irgendwo sein, weil die Health-Bar ist ja quasi. Ja, aber du wirst ihn jetzt ja nicht töten, Sarok. Du hast doch nicht mal Rüstung vernünftig, oder doch, nicht? Doch, ich hab Eisenharnisch. Ja, eben. Dann bist du doch mit 2 Schlägen tot. Dann warte doch wenigstens, bis wir hier wieder respawnen können in der Nähe. Warum sind denn hier nirgendwo Schafe? Ah, ich hab ihn gefunden! Ich muss meine Stuhl kurz wieder hochpumpen. Alter. Hier sind nirgendwo Schafe, das gibt's doch nicht. Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass das Spiel sagt, ey, mach mal hier den Witter fertig. Da muss ich jetzt auch noch so einen goldenen Apfel essen, oder wie? Ja, du hast jetzt alle meine goldenen Äpfel, die ich mir mitgenommen habe. Ist auch ein Witz. Kämpfst du jetzt dagegen oder nicht? Na, ich sehne zumindest. Also ich muss da erstmal gegen Strömung kämpfen. So, komm jetzt her. Hast du Stein da? Ach ne, ich hab hier auch Stein. So. Gut, Angriff. Boah, dieses scheiß Schwert immer. Das ist nicht mein Bogen. Hast du noch einen anderen Bogen? Hast du meinen Bogen? Ich hab keinen Bogen. Dann ist mein toller Bogen im Arsch. Sehr schön. Hast du Fackeln? Ja, hab ich. Dann gib mir mal ein paar Fackeln. Oben ist er. Das weiß ich auch. Jetzt gib mir mal die Hälfte der Goldäpfel ab. Moment. Oh, dieses Scheißschwert, ne? Hast du eine Spitzhacke? Ja. Goldapfel. Hast du eine Spitzhacke? Zarok. Ich hab Spitzhacke. Keine Spitzhacke, oder? Nee. Nee. Soll ich ein Schild? Ja, so einen Scheiß habe ich nicht aufgehoben. Hast du fertiges Eisen? Eisen habe ich 1. 1? Das hilft uns ja immer wieder überhaupt nicht. Er läuft halt nicht so, wie ich gerne so, hätte. So, jetzt nehmen wir hier dein beschissenes Eisen, was du mitnehmen wolltest. So. Ja, wir haben halt immer noch kein Bett hier. Das heißt, es wird gleich wieder genauso weitergehen wie vorher. Ja, natürlich. Aber du willst ja nicht dazulernen. Jetzt habe ich nur diesen Scheißbogen. Nicht mal mehr meinen. Schön. Ach, das ist doch alles scheiße. Ich hab den Wither vorher mal kurz gesehen. Wo ist der denn jetzt hin? Der ist über vorne mir. Ist er. So, ready? Jetzt geh aus dem Wasser raus. Ja. Muss man jemand im Wasser stehen. Und renn bitte nicht immer in mich rein, wenn irgendwie der dich angreift. Weil dann kann ich nicht draufschießen. Ich meine, du kannst ja sowieso nicht mehr draufschießen. Das ist ja das Tolle. Ja, Fernkampf musst du jetzt ganz alleine erledigen. Ja, dann hilf mir jetzt wenigstens. Nicht da rumstehen, sondern draufgehen. Denn jetzt, Herr Rock? Ich treffe den nicht! Lock den doch mal nach unten! Der sprengt immer so Löcher rein hier! Ja, komm doch da mal hin, bitte! Ja, ohne Bogen schafft er nicht. Vergessen. Jetzt werde ich auch noch von einem Skelett beschossen oder was? Ja, ich bin gleich wieder tot.
Jetzt habe ich wieder diese scheiß Spitzhacke nicht im Inventar. Ja, komm, ich bin tot. Nein! Wir hatten ihn fast. So, dürfen wir jetzt endlich klug an die Sache rangehen, Zahlrock? Nee. Gut. Dann war es das für die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken. Unten rechts haben wir ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.